In den 80er- und 90er Jahren zählte Andreas Kappes zu den erfolgreichsten deutschen Radprofis. Nun starb der 52-Jährige auf tragische Weise. Wie die Bild unter Berufung auf RP Online berichtet, wurde der gebürtige Bremer von einem Insekt gestochen. Der Stich hatte eine allergische Reaktion ausgelöst, die wiederum zum Herzversagen geführt haben soll. In der Nacht auf Dienstag, 31. Juli, starb Kappes mit nur 52 Jahren. Das bestätigte Stefan Hilgers, Vorsitzender des Neusser Radfahrervereins, unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presseagentur. Kappes hatte zuletzt die sportliche Leitung der Tour de Neuss inne, die am Mittwoch, 1. August, gestartet ist. Der Schock ist extrem tief, sagte Hilgers. Alle Rennfahrer werden einen Trauerflor tragen. An dem Hauptrennen werden unter anderem der deutsche Spitzensprinter André Greipel, 36, und Rick Zabel, 24, teilnehmen. Kappes feierte in seiner aktiven Karriere vor allem auf der Bahn, aber auch auf der Straße Erfolge. Der 52-Jährige fuhr unter anderem für das Team Telekom und Gerolsteiner. Er gewann Etappen bei der Tour de Suisse, beim Giro d'Italia sowie Paris-Nizza und nahm fünfmal an der Tour de France teil. Auf der Bahn feierte er 24 Siege bei 6 Tagerennen und wurde 1998 Vize-Weltmeister im Punktefahren.